Das gehört hier zu diesem zu dieser Demonstration. Hier liegt. Wir sind heute hier auf der örtlichen Rambler angekommen, um der Bevölkerung in Wilhelmshaven einfach rüberzubringen, dass nicht 400 Arbeitsplätze auf der Raffinerie von der drohenden Schließung betroffen sind, sondern über 1000 Kollegen bei den Fremdfirmen bzw. im Zuliefererbereich, wo der Arbeitsplatz verloren geht, wenn die Raffinerie aufgibt. Ich weiß noch nicht, ob ich selbst ein persönliches Gefühl, was das angeht, habe, weil wir im Moment ja immer noch in der Hoffnung leben, einen Käufer zu finden, der dieses Projekt dann umsetzt, um die Raffineriearbeitsplätze auch zu erhalten. Aber viele Kollegen haben schon Angst und Sorge, weil wenn die Haupteinnahme in einem Haushalt wegbricht, ist schon beängstigend. Im Zelt, da gibt es eine Tafel, da haben Auszubildende ihre Ängste aufgeschrieben. Kannst du mal kurz zusammenfassen, was das für Ängste sind, die da geäußert werden? Wir haben am Donnerstag bei einer Auszubildendenversammlung von jedem eine Gedankenblase mit jetzigen Situationen ausfüllen lassen. Und jeder hat seine Ängste eben aufgeschrieben. Es geht von, ich habe gerade erst angefangen, was passiert jetzt, bis zu, wir haben eine tolle Belegschaft und ein tolles Team. Muss ich jetzt hier raus, muss ich in einen neuen Betrieb? Aber das könnt ihr sich auch gerne angucken. Hinten rechts im Zelt steht diese Wand mit all unseren Gedanken. Es war oder es ist andeutungsweise zu erkennen gewesen, dass irgendwas passiert, aber es konnte keiner sagen, was passiert. Und von daher ist es doch relativ überraschend, dass es so schnell geht. Naja, so richtig überraschend ist es nicht, wenn Sie hören nach dreijähriger Planungszeit, dass ein Großprojekt in der Größenordnung von 2,5 Milliarden wegbricht, wo man genau weiß, dass das eigentlich nötig ist, um die nächsten Jahre als Raffinerie wirtschaftlich zu überstehen, war es keine große Überraschung. Ich stehe kurz vor Beendigung meiner Ausbildung. Ich hätte hier sehr gern gearbeitet. Auch als ich hier angefangen habe mit der Ausbildung, wurde mir gesagt, dass ich hier super Zukunftschancen habe. Und bis vor kurzem sogar noch hatte ich hier super Weiterbildungschancen und Weiterarbeitungschancen. Und das ist natürlich jetzt super schade, dass das alles fast vorbei ist oder dass alles sehr stark auf Kippe steht. Ich glaube, die Raffinerie sollte nicht geschlossen werden. Die hat eine sehr gute Zukunftsmöglichkeit. Und ich bin mir fast 100% sicher, dass es einen Käufer geben wird. Wenn ConocoPhillips verkaufen möchte. Wenn Sie das Rapport von ConocoPhillips gelesen haben, dann haben Sie auch gesehen, dass die 3,1 Milliard Dollar Gewinn gemacht haben in het dritte Viertel. Und Teil von diesem Gewinn waren die verbesserte Raffineriemarge. Das heißt, die Erträge waren im Raffineriebereich besser. War eine sehr schöne Zeit bei uns in der Firma. Leider hört es jetzt ja auf. Man muss mal sehen, was auch mit den anderen Azubis weiter passiert, weil ich muss mir eine neue Stelle jetzt suchen. Die anderen haben ja Chance auf einen anderen Platz, in anderen Betrieben. Eventuell Köln, Hamburg, vielleicht Nordenham. Man weiß es noch nicht so genau. Man soll immer vom Negativen ausgehen. Ne? Wenn es positiv ausgeht, ist es 1A, klasse, freue ich mich. Ich würde sofort wieder eine Bewerbung hinschreiben, dass ich wieder vielleicht angenommen werde. Aber man muss mal weitersehen, was weiter passiert. Als ich hier angefangen habe, hat man mir gesagt, dass es hier ein Arbeitsplatz fürs Leben ist. Und das ist natürlich jetzt sehr erdrückend und sehr niederschmetternd, dass hier alles zu Ende gehen soll. Ich bin immer noch voller Hoffnung, dass hier alles gekauft wird und dass man, ja, dass der Arbeitsplatz WAG gerettet wird. Aber man kann nur hoffen, ne?
Ich werde mich deutschlandweit auf jeden Fall bewerben. Ich komme sowieso nicht hier aus der Gegend. Ich bin hier sowieso wegen der Arbeit hergekommen. Ich versuche hier in der Gegend zu bleiben, aber ja, es ist nicht leicht. Ne? Was ist das für ein Gefühl? Ein Scheißgefühl. Aber Wilhelmshaven ist doch Boomtown jetzt mit dem Hafen. Damals sage ich mal nichts zu. Als Chemikant hat man in einem Hafen nicht wirklich viele Chancen. Ne?